Leipzig. Endstand 28:20. Maciej Geballa hat hier mal in Magdeburg gespielt, 3 Jahre. Jetzt im Trikot des SC DHV Leipzig. Aber du hast es dir bestimmt anders vorgestellt, deine Rückkehr nach Magdeburg. Ja, natürlich. Ich habe mich gefreut auf diese Halle. Ich habe aber gehofft, dass wir vielleicht ein bisschen stiller machen, dass wir etwas besser spielen. Und das haben wir für 40 Minuten getan. Wir haben gut gespielt. Aber dann ein Moment, wo wir halt also zu viele Fehler machen vorne, wo wir den Köln abwerfen. Und dann ist es schwer. Dann ist es schwer, gegen Magdeburg hier in Magdeburg zu gewinnen. Aber ja, ich habe mich gefreut, wieder hier zu sein. Aber ich wollte das Spiel natürlich gewinnen. Und kann man, obwohl es ja eine hohe Niederlage ist für die Magdeburger 28:20, der Endstand, kann man aus diesem Spiel für den nächsten Dienstag, wenn es dann gegen BBM Bietigheim geht, was mitnehmen? Ja, auf jeden Fall ist mir aber schwer zu sagen, was, weil ich, also jetzt viele Emotionen, beim Spiel sieht man nicht so viel wie später beim Videoanalyse, was wir nach, auf jeden Fall morgen schon machen mit Trainer Ruhl. Und dann werden wir sehen, welche Fehler wir gemacht haben und welche Fehler wir nicht mehr machen dürfen, um das Spiel am Dienstag zu Hause zu gewinnen. Wir sind eigentlich gut reingekommen, halten es lange ausgeglichen, aber wir hatten es dann nicht im Griff mit dem schnellen Spiel von ihnen. Wir hatten 2-3 Wechsel drin immer wieder, Angriff, Abwehr. Und ja, wir haben die klare Anweisung bekommen, dass wir auch zu 6 Mal nach hinten laufen können. Bei uns können alle decken. Und das haben wir ganz oft nicht geschafft. Wir haben ein schlechtes Timing beim Wechsel gehabt. Und ja, für die ist es natürlich, die spielen das Tag für Tag so. Und für die war es dann einfach zu sehen, wo ein Mann fehlt. Ich weiß nicht, aber es waren 13-9, wir kommen aus der Kabine, haben einen Anwurf, machen dort sofort einen kleinen Fehler, kriegen sofort das Tor, dann kommen wir nochmal ran. Und das ist genau das, wir haben minus 2, können rankommen und dann machen wir auch da ganz komische Fehler, laufen durch den Kreis, Fehlpässe und da müssen wir abgeklärter sein. Und, ja, dazu gehören natürlich auch diese Offensivfoul. Die dürfen uns in der Phase nicht passieren. Also, wir wissen, dass wir am Dienstag liefern müssen, Heimspiel. Der Auftakt ist uns nicht gelungen gegen Stuttgart. Hier haben wir gute 20 Minuten gespielt. Wir wissen, dass wir es können, egal in welcher Besetzung. Und am Dienstag gilt es, das auf die Platte zu legen. Morgen so schnell wie möglich das Spiel heute aus dem Kopf. DHFK TV wurde Ihnen präsentiert von Allianz.